Servus Leute, also willkommen zurück beim letzten Part des Tutorials, Level 8, Helden und Kampffähigkeiten. Hier werden die fortschrittlicheren Aspekte des Kämpfens erläutert. Lernen Sie den Unterschied zwischen Einheitenverbesserung und Einheitenaufwertung kennen und bilden Sie Strategie und Kriegerhelden aus. Los geht's. Der jüngste byzantinische Feldzug in Nordafrika war erfolgreich. Ein großer Abschnitt der Küste Afrikas ist wieder unter imperialer Herrschaft. Der Erfolg hat Kaiser Justinian ermutigt, weiter an seinem Traum zu arbeiten, der Rückeroberung Roms und der Wiedergeburt des Imperiums. Das seit 476 von den Germanen beherrschte Italien ist nun in den Händen eines feigen und unfähigen Herrschers des ostgotischen Königs Theoderich. General Belisarius von Byzanz hat den Auftrag, mit seiner Armee in Süditalien zu landen und den schwachen Taugenichts für immer aus Rom zu vertreiben. Doch das wird nicht leicht. Die Truppen müssen verstärkt werden. Heldenhafte Anstrengungen sind gefragt. So, hier sind wir auch in Italien, ne? Hier erkennt man den Stiefel, den berühmten. Und hier ist Rom, welches wir wieder zurückerobern müssen für die Byzantiner. Historiker haben viele Jahrhunderte lang diskutiert, ob es Genie oder Wahn war, dass Justinian zum Versuch veranlasste, das westliche Reich zurückzuerobern. Es war zu Beginn zwar ein leichtes gewesen, Karthago zu stürmen, aber Nordafrika zu halten war weitaus komplizierter. Die Bedrohung durch die Vandalen hatte sich im Angesicht von Belisarius imperialen Invasionsstreitkräften zwar praktisch in Luft aufgelöst, aber ein gefährlicherer, hartnäckiger Gegner blieb dennoch, die Berberstämme. Als Belisarius 535 in den Krieg gegen die Ostgoten geschickt wurde, eroberte er selbst Sizilien, während ein anderer General Mundus Dalmatien und die Westküste des Balkans erstürmte. Kaum war das jedoch erreicht, zwang ein Berberaufstand in Karthago Belisarius zur Rückkehr über das Mittelmeer. Theoderich, der germanische König in Italien, stand damals kurz vor der Kapitulation, doch der Aufstand in Afrika gab ihm neue Hoffnung. Allerdings nur bis 536, denn da kehrte Belisarius zurück. Dieses Mal eroberte Belisarius mühelos Süditalien und marschierte ohne großen Widerstand gen Rom. Dort empfing ihn die Bürger als einen Befreier. Im Gegensatz zu den Vandalen behielten die Goten jedoch ihren Kampfgeist. Sie setzten Theoderich ab und wählten einen findigen, tüchtigen General an seiner Stelle. Einen jungen Krieger namens Witigis. Witigis rief sofort die Armeen der Goten zusammen und belagerte Rom mehr als ein Jahr mit eiserner Macht. Justinian brachte Verstärkung aus Konstantinopel auf den Weg. Belisarius konnte gegen die zahlenmäßig überlegenen Germanen durchhalten. Die Belagerung wurde schließlich beendet. Justinians Generäle setzten die Eroberung Italiens fort. Bis 555 war die gesamte Halbinsel dem Byzantinischen Reich angeschlossen worden. Das war zweifellos der Höhepunkt der byzantinischen Zivilisation, aber die Kosten, ein solches Riesenreich zu erhalten, erwies sich als tödlich. Nach 20 Jahren Krieg, Plünderung und Hunger war Italien kaum mehr als eine Wüste, und die Italiener, die sich einst über die imperiale Präsenz im Land gefreut hatten, lernten schnell, dass der Preis dafür eine erdrückende Steuerlast und der komplette Verlust der Autarkie waren. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis im ruhmreichen und fruchtbaren Norden ein neues Reich entstehen würde, das die Byzantiner in Westeuropa verdrängte. Dieses neue Reich würde dereinst von den fränkischen Kriegerkönigen regiert werden, von einer Dynastie, die Karl Martmel der Hammer gründete. Und sein brillanter Enkel Karl der Große sollte es schließlich zur Blüte führen. Ja, genau das hätte ich dann wahrscheinlich, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also die Byzantiner und die Franken hier im Norden Italiens, das waren damals die Supermächte Europas, kann man sagen. Und ja, ein paar Jahre später leidete das Byzantinische Reich einen territorialen krassen Verlust, ja, also einen ziemlich krassen Verlust an Territorien, nämlich nach dem Aufstieg des Islams. Der Islam, der breitete sich in Arabien aus,
auf der arabischen Halbinsel und ja, die eroberten riesige Teile von den Byzantinern. Darunter ganz Afrika und ja, Teile Siziliens bis, ja, bis in die Türkei hatten die Byzantiner dann nur noch ihr Gebiet, was früher sich von Konstantinopel bis runter nach Ägypten erstreckte. Genau. Und dieses muslimische Großreich hieß, glaube ich, das Abbasiden-Kalifenat, irgendwie so, da weiß ich jetzt den Namen nicht, kann auch sein, dass ich es verwechsel. Jedenfalls erstreckte sich dieses muslimische Reich von Arabien bis nach Spanien, bis nach Nordspanien, fast sogar in Südfrankreich, also bis Marseille rein. Und von dort, also von Südfrankreich bis hin nach Iran, vielleicht sogar bis Persien, ungefähr so in dieser Größe war dieses Reich. Das war auch eine richtige Supermacht, die da entstand im Nahen Osten. Genau. Nun starten wir das letzte Level des Tutorials und das letzte Level des Hauptspiels. Also, beziehungsweise das letzte Level des Hauptspiels, was wir hier zusammen machen. Okay, los geht's. Die Reise von Karthago verlief gut und byzantinische Truppen unter Belisarius sind in Italien gelandet. Es wird Zeit, gegen die Ostgoten zu kämpfen. Ja, die Ostgoten, die haben auch, die haben damals Italien besetzt. Genau. Es gab noch die Westgoten, die hatten Spanien besetzt, wurden aber von dem arabischen Großreich quasi vernichtet, kann man sagen. An die Säbel und Angriff. Genau, für an die Säbel. So, wo geht's denn hier lang? Die Ostgoten haben einen Überraschungsangriff begonnen. Wehe, tödlich sind die Äxte ihrer wackeren Kämpen. Wow. Was sind das? Huskale. Tatsache. Wir werden angegriffen. Naja, unsere Schwertkämpfer sind stark gegen die Huskale. Warum greift ihr diesen Typen da nicht an? Egal. Die Goten setzen Schlagwaffen ein. Sie können ihre Truppen mit verbesserter Schlagpanzerung ausstatten, damit sie in der nächsten Schlacht besser geschützt Das sind. sagst du mir erst jetzt? Wählen Sie einen Kurzschwertkämpfer an, um ihn besser auszustatten. Links unten im Einheiten-Infobereich können Sie seine Eigenschaften prüfen. Zeigen Sie mit der Maus auf die verschiedenen Buttonsymbole, um ihre Bedeutung zu überprüfen. Das sagt mir erst Das nach. Helmsymbol steht für Schlagpanzerung. Der sagt mir erst nach der Schlacht: Hey, verbessere doch deine Truppen! Was für ein Genie! Die Verbesserungen kosten allerdings Ressourcen. Ist die Ach, ach, red nicht. Ey, ich habe meine Boni aus dem letzten Level nicht mehr. Oder aus den anderen Leveln. Egal. Egal. Brauche ich eh nicht. Wählen Sie die Einheit an, die verbessert werden soll. Halt die Klappe, ich weiß, wie das geht. Es ist zu früh für den Marsch auf Rom. Kehren Sie um. Ach. Blödsinn, los! Wenn Sie zufrieden oder keine Ressourcen mehr übrig sind, wird es Zeit, gen Rom zu marschieren. Ja, ich bin zufrieden. Von Also. ganzem Herzen. Zünde. So schwer kann das jetzt auch nicht sein. Seht euch das an, so viele Truppen sind es sowieso nicht. Ihre Kurzschwertkämpfer wurden ausgelöscht. Zum Glück ist gerade ein Transport mit Verstärkung aus Karthago eingetroffen.
Ja, was für ein Glück. Als hätte man das gewusst, dass der zu unfähig ist, die zu beschützen. Oh Mann. Ausgezeichnet. Wir haben die Barbarenarmee besiegt, die Rom schützte. Betreten wir die Stadt im Triumph. Ich dachte, Rom hat nur ein Kolosseum. Warum sind hier zwei? Und ich dachte, der Tempel des Zeus steht in Griechenland. Ja gut, okay. Ich habe diese Karte nicht erstellt. Belisarius wird als Retter Roms begrüßt. Die Bürger haben Gold, Holz und Nahrung als Tribut entrichtet. Und alle Gebäude wurden dem Sieger übergeben, ausgenommen den heiligen Mauern Roms, dem alten Forum Romanum und dem Tempel des Zeus. Sie müssen unter der Kontrolle der Einheimischen bleiben. Belisarius wird als Retter Roms gefeiert und ist nun ein wahrer Held. Helden haben spezielle Fähigkeiten im Kampf, die sich bald zeigen werden. Berichte deuten darauf hin, dass eine Armee Ostgoten von Norden her anrückt und die Verbindung zu wichtigen Straßen abzuschneiden droht. Ja, erstmal Truppen bauen. Der neuerliche Angriff der Ostgoten muss vereitelt werden. Jetzt muss Belisarius, der neue Held, zum Einsatz kommen. Ja, Es gibt zwei Arten von Helden, Krieger und Strategen. Belisarius ist jetzt ein Kriegerheld. Bringt man ihn in die Nähe befreundeter Einheiten, erscheint eine Moralanzeige zu Füßen benachbarter Einheiten. Diese Moral ähnelt der Moral, die von den Häusern rund um ein Kapitol erzeugt wird. Für jeden Moralpunkt, den eine Einheit spürt, nimmt diese Einheit weniger Schaden und kann somit länger überleben. Kriegerhelden sind starke Kämpfer und heilen sogar ihre Wunden selbst. Ja, das machen Strategen aber auch. Die heilen sich auch selber. Die Arbeiter haben das Aurelische Tor nach Norden repariert. Ihre Truppen müssen jetzt Rom verlassen und sich der neuen gotischen Armee stellen. Dort zeigen sich die neuen Kämpferfähigkeiten des Helden im Einsatz. Okay. Wow, sogar ein Burggraben. Das Volk hat gesprochen. Warum ist hier ein Burggraben, aber da drüben nicht? Wir werden angegriffen. Ey, bist du des Wahnsinns? Greif diese Armee doch nicht alleine an. Ich weiß, du bist mutig und tapfer, aber das schaffst du nicht alleine. Aber nicht unbesiegbar. Retten Sie ihn vom Schlachtfeld und schützen Sie ihn, bis seine Wunden geheilt sind. Dann kann er sich wieder ins Getümmel stürzen. Die Invasion der Ostgoten wurde zurückgeschlagen. Gut gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, Rom in eine neue Epoche zu führen. Wählen Sie das römische Stadtzentrum an. Dort ist jetzt der Forschungsbutton für eine neue Epoche aktiv. Klicken Sie auf den Button Epoche 5. Damit die Forschung dafür beginnt. Wählen Sie nacheinander alle Militärgebäude an und beachten Sie, welche Einheiten jeweils verfügbar sind. In der nächsten Epoche gibt es dann neue Optionen. Frühes Mittelalter, los geht's! Ja, passt doch gut zu dieser Zeit. Wir sind hier an der Schwelle von der Bronzezeit ins Frühmittelalter. Beziehungsweise das Mittelalter, das begann so 500 nach Christus. Und laut diesem Szenario sind wir im, ja, sind wir 536 bis 800 nach Christus, also es ist Mittelalter. Wohin soll ich gehen? Was verlangst du von mir? Kapiert? Verlangst. Ja, es tut mir leid, falls sich jetzt einige von euch das Leben nehmen müssen. Es ist nicht meine Schuld. Ja, auch irgendwie schon. So, Begleitkavallerie, die können wir auch noch upgraden. Wir haben ja eh enorm viele Ressourcen.
Wir haben sogar Bevölkerungslimit mittlerweile erreicht. Da 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 da. Upgrade! Ein neues Zeitalter ist angebrochen, aber Rom wird immer noch durch äußere Feinde bedroht. Werfen Sie einen Blick auf die drei Militärgebäude in Rom. Wählen Sie zunächst den Stall an. Im Stall können Reiter zu mehreren gepanzerten Soldaten. Die sind aus Epoche 3. Wählen Sie den Bogenschießstand an. Im Schießstand gibt es jetzt Armbrüste. Speere können zu Führungs- und einfache Bogenschützen zu Kompositbogenkämpfern aufgewertet werden. In der Kaserne stehen momentan keine Aufwertungen zur Verfügung. Einige Einheiten sind verfügbar, doch widmen wir uns zunächst dem Schießstand. Werten Sie dort die Speere zu Pilums auf, indem Sie auf den entsprechenden Aufwertungsbutton klicken. Hab ich schon. Dieser Button verschwindet dann und der Pilum-Button ersetzt den Speer-Button, sobald die Forschung für diese Aufwertung abgeschlossen ist. Ja, und die Einheiten werden dann ersetzt. Wir haben sowieso keine... Ah doch, wir haben sogar ein paar Pleons bei uns. Sigarena. Also, wir müssen jetzt warten, bis hier alles geupgradet ist. Beziehungsweise das da, das ist die letzte das letzte Upgrade, was wir brauchen. Gut, die Aufwertung ist abgeschlossen. Überprüfen Sie jetzt Ihre Einheiten auf der Karte. Die ehemaligen Speerwerfer sind jetzt fortschrittlichere Pilum-Einheiten. Derartige Aufwertungen halten Ihre Einheiten zum Schutze Roms auf dem... Was? Die haben gelernt, Deutsch zu reden. Auf zum Sieg. Seht ihr, die können Deutsch. Mit ganzem Herzen. Sie haben den Ruhm des byzantinischen Zeitalters nach Rom gebracht und für den Schutz der Stadt gesorgt. Belisarius' Arbeit in Italien ist getan. Er wurde nach Konstantinopel zurückbeordert. Die Ostgoten haben zwar tapfer gekämpft, um Italien zu halten, aber bis ins Jahr 774 werden große Teile der Halbinsel unter byzantinischer Herrschaft bleiben. In diesem Jahr dann werden die fränkischen Armeen endlich den Norden Italiens erobern. Belisarius hat die Küste Italiens längst verlassen. Jetzt ist ein neuer Held erschienen, um Rom zu schützen. Wählen Sie das Stadtzentrum an, dort können Sie einen Helden erschaffen. Karl der Große. Dieser neue Held ist Karl der Große. Ein Klick auf den Button Karl der Große beginnt seine Ausbildung. Aber wir sind doch Byzantiner. Warum können wir jetzt Karl den Großen bauen? Das macht doch keinen Sinn. Die Ausbildungszeit gibt Ihnen Gelegenheit, die Armee zu verstärken. Hab ich schon. Rom hat viele Feinde und nur eine gute Mischung verschiedener Einheiten kann die Stadt in gefährlichen Zeiten schützen. Vielleicht sollten Sie auch Ihre Einheiten verbessern. Bla bla bla. Erzähl das deiner Großmutter. Nein, die ist wahrscheinlich schon tot. Okay, war nicht witzig. Entschuldigung. Eure Befehle? Wohin soll ich gehen? Was ich mich beim Einheiten-Upgraden, also was hier das angeht, frage ist, wenn man die hier upgradet und dann verbessert, bleiben die Upgrades dann gleich von der Verbesserung oder passt sich das der verbesserten Einheit an? Das ist so eine Sache, bei der ich mir unsicher bin. Deswegen... Karl der Große ist als Held ein Stratege. Deswegen bin ich mir immer so unsicher, ob ich Einheiten verbessern will, wenn ich weiß... Wählen das Sie ihn jetzt an und Sie finden den Button Schlachtruf unten im Fenster. Deswegen bin ich mir so unsicher, Einheiten zu verbessern, wenn ich Einheiten verbessern will, ne? Weil ja, ich weiß, dass die im nächsten Zeitalter abgegradet werden. Da bin ich mir unsicher, ob ich die hier verbessern will, weil, Beispiel, ich verbessere einen Keulenträger, weiß, dass ich bis in Epoche 15 spiele und dass die dann in der Endepoche irgendwie helle Badiere sind oder keine Ahnung, ja.
dann verbessere ich die doch lieber in der letzten Epoche. Also, die Coin Trail kann man verbessern mit dem Angriff. Den Angriff bei den Coin Trail kann man plus 1 verbessern. Okay? Beim ersten Level. Jetzt, wenn man das bei plus 1 lässt und man verbessert die danach in andere, bessere Einheiten, in die Streitkolbenträger zum Beispiel, in Epoche 3, ist es dann so, dass die Angriffswerte dann auch höher werden, die man verbessert hat, dass aus diesem plus 1 vielleicht ein plus 2 wird, weil das ja jetzt eine stärkere Einheit ist, weil es ein Streitkolbenträger ist? Das ist so eine Frage, die ist mir noch nicht so ganz klar. Kann sein, dass die mit verbessert wird, weil das ja auf den Schlachtrufbutton eigentlich eine neue Einheit ist. Mauszeiger in einen Blitz. Wenn Sie mit dem Blitz auf feindliche Einheiten bin mir aber nicht sicher. Sinkt vorübergehend deren Moral. Dadurch erleiden Sie mehr Schaden durch angreifende Einheiten. Klicken Sie aber jetzt erst einmal auf den Button Aktion abbrechen unten im Fenster, damit aus dem Blitz wieder der normale Mauszeiger wird. Der Schlachtruf sollte dem Kampf vorbehalten sein. Der Held muss für den Schlachtruf über seine volle Energie verfügen. Die Energie wird nur allmählich wieder aufgeladen und kann am blauen Balken über dem angewählten Helden beobachtet werden. Strategen können auch die Ausdauer befreundeter Einheiten in der Nähe verbessern. Sie stellen die meisten Trefferpunkte einer Einheit wieder her, die im Kampf Schaden genommen hat. Strategen können sich genau wie Krieger selbst heilen, sind aber im Kampf nicht so stark. Gerade jetzt bedrohen die Lombarden Rom. Marschieren Sie mit Karl dem Großen und Ihrer Armee aus der Stadt. Seine neuen Fähigkeiten sind hilfreich, reichen aber allein nicht aus, den Feind zu besiegen. Jetzt wird alles gebraucht, was Sie über Taktik und die Verbesserung von Einheiten gelernt haben. Viel Glück! Die Zukunft Westeuropas liegt in Ihren Händen. Wir werden angegriffen. Darf ich jetzt mal was sagen? Also ich wollte sagen, die Lombarden, ne, das sind die heutigen Italiener. So, es wird immer gesagt, dass die Italiener die Nachfahren der Römer sind, aber das ist Quatsch. Weil die Italiener sind Langobarden. Ja. Also von daher. Für Ruhm und Ehre. Die Langobarden haben Italien auch von den Byzantinern dann erobert. Das ist eine große Armee. Wow. Vorsicht, Ihr Held wurde schwer verwundet. Helden sind zwar stark, aber nicht. Hallo, meine Kurzschwertkämpfer wurden ausgelöscht. Los, ich brauche Verstärkung. Bis seine Wunden geheilt sind, dann kann er sich wieder ins Getümmel stürzen. Das sind ja Mittelalter-Einheiten. Das sind Mittelalter-Einheiten. Sagt mal, euch geht's wohl ganz gut, was? Der greift uns mit Mittelalter-Einheiten an. Ey, wie unfair ist das denn? Da kann ich ja nur verlieren. Ja, geil. Nein! Tja, jetzt haben wir verloren, aber das wäre, glaube ich, sowieso passiert. Geschichtlich her. Ja. Vielleicht ist die Mauer kaputt. Oder was brennt da? Da brennt zwar die Mauer, aber die Mauer hat noch ordentlich Leben. Nein, seid ihr des Wahnsinns. Ihr seid schwach gegen Pfeil. Ihr Narren. Hier. Könnt ihr die outrangen? Ja, ihr könnt die outrangen. Gut, dann outrange sie mal tot. Los, outranged sie. Nein, nicht rauslaufen, du Depp. Was machst du? Idiot. Für Gott und Vaterland. Ja, erstmal die Armee wieder aufbauen. Königreich, Himmel und Erde. Mit meinem Leben. Der greift meinen Bogenschießstand an. Die Drecksau, ich baue da gerade Armbrüste. Vielleicht sollte ich Kurzsperre bauen. So,
Wohin soll ich? Ich glaube, jetzt müsst ihr es aber schaffen. Für Gott und Vaterland. Setzt der eiskalt Mittelalter-Einheiten ein. Gut gemacht. Die Lombarden wurden vernichtend geschlagen. Karl der Große wurde zum ersten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Seinen Einfluss auf Europa wird man noch in kommenden Jahrhunderten spüren. Das ist falsch. Das Heilige Römische Reich gab es damals noch nicht. Es gab das Ostfrankenreich und es gab das Westfrankenreich höchstens. Und das Mittelfrankenreich, was später zu Burgund wurde. Aber das Heilige Römische Reich war Karl der Große niemals. Der lebte nicht einmal zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches. Der kontrollierte das Frankenreich. Ja, aber er konnte... Und nach Karl des Großen gab es das Westfrankenreich und das Ostfrankenreich, das heutige Deutschland. Das Westfrankenreich wurde zu Frankreich und das Mittelfrankenreich wurde zu Burgund. Was bis ins Jahr ungefähr 1600 noch was existiert hatte und dann von Österreich und Frankreich einverleibt wurde, beziehungsweise von den Habsburgern. Ja, aber Karl des Großen war nie im Leben Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, das ist nicht richtig. Nun gut, das war's auch, wir haben jedes Level des Hauptspiels durchgespielt mit Tutorial. Yay! Aber das war's ja noch nicht, ne? Wir haben ja noch ein Erweiterungspaket. Zeitalter der Eroberungen. Und das machen wir im nächsten Part. Macht's gut, euer Anker. Ciao.